Welkom waren aan iedereen een die van de uitdaging bouw. In het van de hak hebben we onze eerste leven verloren in hand. Ik heb nu in de toekomst eindelijk over deze zeven zijn schrijven te reden en proberen maar door te leren. Maar van de jaren talen aan de brief wat de Heer Jezus Johannes schreef voor de gemeente in Ephesus. Zo ik lees voor eerst de tekst. De tekst vinden we in Openbaring kapitel 2 van vers 1 tot 7. Nu den Engel in de gemeente van Ephesus schreef. Dit sagt euch, der den sieben Stieren in seiner rechten Hand hält und Madden mag der sieben Lampenhülle jäht. Ich wette an deine Worten, deine Arbeit und deine Geduld, und dort du, der verleidende Menschen nicht vertrauen kannst. Du hast dich geprüft, der du vergeben Apostel zu sein, der dort aber nicht sein. Dann hast du gefunden, dort dort Lia sein. Du hast geduldig geholt und bist nicht mehr geworden, an mir nun sein Hohen zu arbeiten. Aber ich habe dich gegen dich. Dort du nicht mal so gut gemeint bist, als du am Anfang wirst. Denk daran, wovon du gefallen bist. Hier arm in der Ware, wo du am Anfang tötest, wenn du nicht abhören warst, war ich kaum in den Lampenhöhle von seiner Stadt wahrnehmen. Aber das hast du, dort du den Nikolaiten erde, wo ich ihn nicht leiden kannst, da ich auch nicht leiden kann. Er urenhaft dem Lut hören, wo die Gäste gemeinten sagt, den Gebanner war ich von Lebenspunkt zum Erden geben, im Madden in Gott sein Paradies steht. Wollen wir noch da beten? Ziemlicher Vater, wir danken für diesen schönen Tag, den wir überraschen können. Wir danken für deine Leib, für deine Genut, für deine Barmherzigkeit und auch für dein Wort. Wir sind sehr dankbar für dich. Besonders danke für diese Gelegenheit, auf diesen Tag zu kommen und für das Versprechen, das du für uns hast. Wir danken auch für diese Liebe, die wir von dir wollen, alle nennen. Und wir freuen uns, dass du uns mit Kraft geben, wenn wir diese erste Leib verloren haben, dort wir dem noch kein Treff hängen. Dann werden wir alles in Jesus hinein. Amen. Wir wollen dir das einfach der Brief, was Jesus durch Johannes schreibt in der sieben Gemeinden. Und wenn wir in Offenbarung Buch kicken dann, dann denken wir an Jesus in Barakum. Und dort ist auch reich, ich glaube, wir als lebende Person sollen ein Ziel haben für Jesus in Barakum. Und wir wollten auch, so als Jesus wahrkommt, als seit dort erste Mal gekommen. Wir wollten dort Gott uns den Messias versprechen dort, den er schenken wird. Und Gott will haben, dass die Menschen wollten sollen, dass der Messias kommen wird, wo wird sie ein Leben geben für die Welt senden. Und Gott braucht die Propheten, die Botschaft der Menschheit zu bringen. Aber viele wissen nicht oder wollen nicht wollten, und als Jesus gestorben, so als Gott geplant hat, und viele Menschen wären nicht reut für Jesus. Sie kennen ihn nicht. Gott hat die Propheten gebraucht, um diese Botschaft nur den Menschen zu bringen. Aber wir wollten, dann kommt eine Zeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament von ungefähr 400 Jahren, wo Gott stellt wird. Gott wird nicht durch die Propheten oder andere reden. Aber Gott wird darum besorgt, dort die Menschen sollen reut sein. Korrekt so als dort, von der Gott will haben, dort wir sollen reut sein für Jesus in Warak. Und dann will Gott haben, dass die Menschen sollen reut sein, durch den Glauben an den Messias und dort, was Gott in den Alten Testament gesagt hat. Gleich sagst du von dir für uns, dort wie Gott sein Wort von dir annehmen will. Gott redet diese Zeit zu uns durch sein Wort, durch Jesus Christus. Wir lesen in Hebräer Kapitel 1, Vers 1 und 2. Nachdem Verzeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat Gott gesetzt zum Erben über alles, durch ihn hat auch die Welt gemacht. Gott hat nun in dieser Zeit zu der Menschheit geredet, durch sie in Sehen Jesus Christus. Wir sehen im Neuen Testament erstens die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, wo uns lehren dann von Jesus, als er auf Erden wir, von seinem Sterben, von seinem Abstuhlen vom Tod, und dann dort er war, drin im Himmel fuhr. Und dann fing die Apostelgeschichte von, wo die Gemeinde umfang. Und dann haben wir den Brief, wo der Apostel Paulus geschrieben hat. Und dann haben wir im Ende von dem Neuen Testament, haben wir diesen Offenbarungsbrief. Von Jesus Christus, so was wir lesen im ersten Kapitel. Und dort hat Gott dort open worden, was heute die Gemeinde sein wird. Erstens so wie dort Johannes nur Sachen hier von Gott. Und dort sagt in Kapitel 1, Vers 19. Dort ist, was Johannes von sich sein wird, als er, was die Juden von Jerusalem Priester und Leviten nur amschalten werden, zum Amt zu fragen, wer bist du? Er bekannt, er verstreut euch nicht, aber er bekannt, ich sehe nicht Christus. Die Botschaft, was Johannes liegt, ist dort, er dort soll durchschreiben, was er sein wird. Und dort wie Jesus. Und dann soll er geschrieben, dort, wo du es. Und dort ist in Kapitel 2 und 3, wo wir Missions mit der Church Age nahen, die Zeit, wo wir von der Band leben dann. Und dann sagt Gott zu Johannes, dort hat er so durchschrieben, was noch passieren soll. Und dort ist von Kapitel 2 und wieder. Und wenn wir wollen beobachten, was Gott von der Tat sein wird, ist es wichtig, dort wir verstehen, was er in diesen sieben Brief geschrieben wird, zu der Gemeinde. In der Zeit, wie in der sieben Gemeinde in Jesus Wort eine Botschaft für jeder eine von den Gemeinden. Und in jeder eine von diesen ist eine Liebe für uns. Dort wir uns sollen reut merken, für Jesus in wahrer kommen. Und allein durch den Glauben und Namen kann wir reut sein. Wir wollen nicht reut sein wollen, wie alles in Ordnung haben. Reut sein für Jesus meint nicht, dort wie Emma in der Kirche sein.
Reisen für Jesus in Warakum, ich habe allein Bambi eine persönliche Erfahrung mit Am Jehod haben, dort wir Am aus unseren Herzen Helen haben. Dort ist wohl unser Redmerk für Jesus in Warakum. Aber Jesus hat eine Botschaft für die Gemeinde, und ich glaube, Jesus hat eine Botschaft für jedem einen von uns. Wir betrachten diese sieben Vers einzelwies, so ich fange mit Vers 1 an. Du redest Jesus, dort ist du, du im Madden in der sieben Lumpenhülle ist. Wir wollten dort in Kapitel 1, dort Jesus, wie du einem in der Märt von diesen sieben Lichter soll zu sein. Also zu sein, Jesus ist du, ist der Märt von der Gemeinde. Er ist das Zentrum von der Gemeinde. Wieder an Vers 2, dann sagt Jesus du, ich wollte um deine Weihen. Ich glaube, das Licht zu sein, in was die Gemeinde in Ephesus sehr drucke Gemeinde wird. Sie arbeiten mit vielen Dingen, sie haben viel Geduld. Sie werden verfolgt werden durch Recht, was sie reich deuten. Sie wissen, wo du reich und reich wir. Und hier, wie eine Gemeinde, wo du willst, sie abzustun und zu sein, nee, das ist anreich. Wir tun das nicht. Ihr merkt mich nicht mehr. In Dürrich werden sie verfolgt. Und Jesus sagt, dort hat du Arbeit, wo du in dieser Gemeinde passieren deid. Du wirst sonne, wo du das Tiet schäumen und sehen, wo du Apostel wirst, wo du alle Sorten lehren holen. Aber diese Gemeinde nimmt die Schrift und deid dort Taubposten. Und wenn dort nicht sterben deid, sehen sie an dort. Nur dort nicht mehr Gottes Wut sterben deid. Also sie haben ein Verständnis, wo der Reich in Arach wir. Und sie werden balance gut abzustun und zu sein, wo der Reich in Arach wir. Dort wird gehört, was Jesus tut in der Gemeinde sagt. Und verstreut sie wieder, dass sie nicht müde werden und geduldig werden, um Gott sein Hohen zu arbeiten. Und verstreut, du lest wie dort Jesus wird Wort gehen kann, was ihm nicht gefallen wird. Dort ist ein Ding, was wir in jeder einen von den sieben Briefen tun. Und er sagt, aber ich hätte je in Jünd, dort du nicht mal so gut meint bist, als du am Anfang wirst. Und hier kommt das Thema, wenn's die Luther Übersetzung stellt, ob das war ich. Vers 4. Aber ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest. Laut ich hast du ein Klima anders. Aber ja, habe ich unsere erste Liebe verloren. Dort ist die Frau. Wir wollten, wann wir gut verlieren, und dort haben wir eigentlich nicht mit Balance. Hier habe ich eine Gemeinde, wo Entscheidungen merken dort, und wissen nicht, was sie deuten, aber dadurch wurden sie gut verloren. Ich soll dort aus, wann sie dort abgegift haben in der Stadt verloren. Ich weiß nicht, was die beiden, was ich meine. Wenn Bambi wird verlieren, dann dort wir nicht in wieder zu wollen. Oma. Der Punkt, was ich merken will, ist hier, wie in der Gemeinde, wo eine Entscheidung mir und Tochter lohnt. Wo sie über Dollar haben soll, öffnen und dort in diese läuft, und ob ihr diese läuft, der Gott. In der Dreckigkeit haben sie, so Verhältnis mit Gott versiemt. Was wollen sie erde läuft, angetischt haben für den Deins. Jesus sagt das, was ich hier in ihnen habe. Das gefällt mir nicht. Und dann sagt Jesus in Vers 5, denk daran, wovon du gefallen bist. Denk daran, was du schon mal deutst. Hier am in der Ware, was du auch von deutst. Wenn du nicht amtieren warst, wo ich komm in die Lumpenhülle von seinen Städten wachnehmen. Wie sein Jesus sagt, sie sollen amtieren und war dann, was sie am Anfang deuten. Das zeigt mir, was in dieser Gemeinde passieren wird, nach Jesus nicht Sinn. Dort sind strenge Wert, aber das ist die Botschaft, was Jesus für diese Gemeinde hat. Ich verstehe dort das wach. Dort, wenn sie nicht amtieren würden, dort sie die Gefahr haben, abhören, am Ende zu sein. Dort ist, wo wir aus einer Gemeinde sollen sein. Dort ist, wo Gott von uns will. Keine Büße, kein Licht. Dort ist, wo wir fertig sein. Aber du wir noch ein Ding, was Jesus hier in Vers 6 erwähnt wird. Aber das hast du, dort jeder Nikolaiten erde, wo ihn nicht leiden kannst, der ich nicht leiden kann. Das ist vielleicht nicht so leicht zu verstehen, aber ich verstehe, das wären eine Gruppe Menschen, wo du ein Bekenntnis haben. Also sie sehen, sie wären im Glauben, aber ihr Leben beweist doch nicht. Sie würden so zu holen, solange aus sie im Glauben wären, dann können sie krank so leben, was sie wollen. Und Jesus sagt, heute Gemeinde, in Ephesus, dort heute hosten dort. Und das wird gottet. Bei hosten dort auch. So hier in der Gemeinde, wo die Sinn so sagt, was Gott sein wird. Das ist ein paar Wegtreten im Programm sehen. So wie der Sinn diesen Tiet zeuerlich so nehmen, was von wie die uns hier waren wollen dann. Und nicht der so unsein, was der wirklich ist. Und dann in Vers 7, das ist wichtig, dass diese Gemeinde diese Botschaft hören wird. Aber für jeder Gemeinde ist das sehr wichtig. Du sagst dort, wer uhrenhaft den Blut hören, was der Geist der Gemeinden sagt. Das wie eine Botschaft, wo durch den Helden Geist kommen wird. Und dann sagt Jesus zu den Johanna, wo er vom Lebensbaum treten wird, der Madden in Gott im Paradies steht. Das sagt Jesus zu der Gemeinde in Ephesus. Aber was sagt Jesus von dir zu uns? Ich muss sagen, dass diese Botschaft erst für uns von dir krieg so jährlich aus die Gemeinde in Ephesus. Ein paar Gedanken. Erstens, Jesus wird dort in dieser Gemeinde passieren. Erstmal immer gedacht, dass Jesus krieg anwählt und was in deine Gedanken angeht, wann die Schwierigkeiten sind, wann die Probleme sind, und wir nicht mal weiten, was wir tun sollen.
Gott bei Durham. Wenn du Gott passiert in der Gemeinde, Gott bei Durham. Ich glaube, das soll uns unspornen und Mut geben, dort wir sollen weiten, dort Gott um alles anbeten wird. Das Problem kommt, wenn wir zu Druck werden dann. Vierten, wenn wir Druck sind in der Gemeinde mit verschiedenen Programmen, Bibelständen, dann glaube ich, das ist, was Gott haben will. Aber wir nehmen die Gelegenheit, Lichter sein, nicht mal wo ich noch. Du recht, dort wir zu Druck sind in der Gemeinde. Die Gelegenheit, in Lichter sein, kommt durch, dort wir eine Läufe haben für Gott. Und wenn wir Gott leben dann vom ganzen Herzen, dann haben wir den rechten Motiv, woran wir so in den Stein. Weil wir uns nicht zu drauf merken mit ötlichen Dingen. Und wenn wir diese erste Läufe verloren haben, dann sagt Gott zu uns, du bist hier oder hier an. Wenn wir diese erste Läufe verlieren oder versiehen, dann dort ist ein Sinn. Wenn du vielleicht sagst, du hast keine große Sinn belebt und hast immer reich gelebt, und sagen, ich weiß nicht, von wo die Reden ist, mache ich uns von dir freuen. Was wir wollten, wohnt dort drauf sie gebaut ist, wie aus Christen holen sollen. Was sagt Jesus zu seinen Dingen? Was das gerade sehen wird, wir. Wir dort, wir sollen Schmack sein. Wir dort, wir sollen alle Sinn zum Mörsen in die Tag sein. Wir dort, wir sollen verschiedene Dinge tun, was wir von dir tun. Ich hoffe, ich habe mich verstanden. Aber nee, der Unfall, wie sehr klar, dort gerade sehen wird, wir in Ass. Dieses Gott läuft von ganzem Herzen. Wo steht er mit uns von dir? Wo ist unser Leben zu Gott von dir? Hier freue ich mich, kriegst du das die. Habe ich am gesagt, dass wir am Leben tun, was wird nicht weg, ich freue nicht. Ich sehe mir sicher, dass wir alle, was Gott zu tun haben von dir. Viele haben, glaube ich, Gottes Wut gelöst. Ich sehe mir sicher, wenn wir haben gebet, andere Menschen geholfen und so wieder. Aber ob Gott von uns haben will, ist diese Läufe an. Habe ich am dort von dir gewesen, dort wir am Leben tun. Das ist nicht leicht, aber einmal das verloren. Jesus schickt nur diese Gemeinde, wenn es heute am Leben dort. Habe ich gestorben für dich. Aber er sagt dann, der Leben, was ihr schon mal für mich hören, der ist kalt geworden. Diese Läufe nicht mehr, so ist ihr schon mal wieder. Sie haben eine Läufe für ihre Gemeinde, aber sie haben nicht eine Läufe für den, was die Gemeinde gemerkt hat, was für die Gemeinde gestorben wird. Sie haben eine Läufe für Gott sein Wut, aber sie haben nicht eine Läufe für den, was Gott sein Wut gegeben hat. Die Läufe für dort wie verschwunden. Sie läuft in ihrer Arbeit. Sie haben eine Läufe für die Liebe von Gott sein Wut, aber die Läufe für den, was Gott sein Wut gegeben hat, wie verschwunden. Sie läuft in ihrer Arbeit. Sie läuft in ihren Gottesdienst, aber die Läufe für Gott wird ihren tragen soll, in die Ehe soll sein. Warum sie den Gottesdienst holen, wie nicht mal du. Sie werden Druck, aber ihre Worten werden nicht mal mit ihren Haaren. Und ich bin da aus Dortmund viel von uns von dir passieren, Dad. Weil Jesus schafft hier die Antwort. Und Jesus sein Ziel, wir nicht die Gemeinde zu verdorben. Jesus sein Ziel, wir die Gemeinde halten will. Das ist ein Anwegen. Und hier drei Punkte, was Jesus sieht. Erstens, denk daran, wo du ich einmal wir. Und weil wir drei denken, wo du ich einmal wir, wie sie am Anfang zum Glauben wir. Du wir so eine schöne Gemeinschaft mit den Haaren. Das läuft wie heute. Wir wollen hier eine Gemeinschaft haben mit den Herren, durch sein Wut, durch ihr Bär. Wir wollen hier mitteilen, was Jesus für uns zu tun hat. Ist das von den Hammerkreis so, oder ist das kalt geworden? Jesus sagt, denkt daran, tut nicht für jeden, dort ist wichtig, dort in jeder einer von uns immer wahrer Wort Gott danken, dafür, was er für uns zu tun hat. Und in den Sinnen, wo er uns auf Rücken gehalten. Wir nehmen der Fertigung sehr viel zu selbstverständlich an. Aber wir müssen wirklich denken und was passieren wird, wenn wir nicht mit dem Rat werden von unseren Sünden. Zweitens, Jesus sagt, tut Buße. Wir sollen eine Veränderung merken. Nicht bloß sein, mit der Leute, dann bis vor der Krieg so wieder leben als gewöhnlich. Nee, wir machen Gott vom Orten für Verjährung freuen und sagen Gott, meine Leute für die es kalt geworden. Wenn ich dir kann, dort ist der Sinn. Ich will anwägen in wahrer Hand, dort du die Leute sollst erfallen und mit ihnen Leute du sein. Ich glaube, die Gemeinde steht in dir vor. Wir haben so viele Dinge, die eine höhere Priorität haben, als die Leute von Gott. Aber noch kann wir ändern. Wir haben für mehr irgendwo Zeit. Wir haben Zeit für Kaffee. Wir haben Zeit zum Essen. Wir haben Zeit zum Handeln. Wir haben Zeit zum Formen. Wir haben Zeit zum Abstabschaufen. Wir haben Zeit zum Geschäfte haben. Wir haben Zeit zum TV watchen. Wir haben Zeit zum Bücher lesen. Wir haben Zeit für Sports. Für irgendwo anderes haben wir Zeit. Aber wenn du dich kommst, für unsere Leute, für den Herrn, für Gott sein Wut, dann habe ich nicht Zeit. Ich sehe Druck, ich sehe Mut. Es ist doch mal wie die passiert, wir haben einen langen Tag gehört, und wenn du schon bald warst, nach Schwimmbad und Bibelfersen lesen, wir merken die Bibel ab, haben wir gut zwei oder drei Versen gelesen, und dann fallen unsere Ohren zu. Was sei wie damit? Wenn ich meine Frau einen Brief schreiben, und sie den bestehen und sagen, oh, ein Brief von Willi. Okay, ich werde ihn ein bisschen da schleien, und wenn ich gesteht habe, ich den lesen. Dann kommt der Ofen, und nein, ihr könnt nicht bald sehen, nach vielleicht lesen, und fangt an, Leibetina. Wo datet? Und dort alles.
Tomei tun den wieder lesen. Ich hab dich an mir verstanden. Wort von der Leube wies wie hier mit. Nicht eine warme Leube. Leiber Tohira, in des Brief hat Jesus für uns half erst sehr viel welcher aus und wie unseren Nächsten den Brief schreiben würden. Wofern nehmen wir diesen Brief, wo Jesus für uns half, in Luten der Bliss legen? Wie sagen das hat nicht, wir senden zu des? Wobei nee, wir haben nicht Tiet. Mit dem Verhältnis in der Gemeinschaft mit in Gott und für Gott zu pflegen, in Wossen Luten. Aber nee. Wort von der Leube wies wie hier mit. Nicht eine warme Leib. Wofern nehmen wir diesen Brief, was Jesus für uns half, nicht wichtig genug, in Luten dem Bliss legen. Wie sage das heute, wir senden zu das, aber nee, wir nehmen uns nicht tief. Na, dort Verhältnis in der Gemeinschaft mit Gott pflegen in Wossen Luten. Dort versehen wir Seier. Der Botschaft redet ganz klar zu uns. Drittens, sagt Jesus, dort war er der Dinge, was die Jesus mal deuten, bis sie zum Glauben kommen. War er dort, wo wir dort verstehen deuten, wo der Sinn wirklich wir. Wo der Sinn wirklich ist, was uns von Gott dran wird. Jesus redet davon. Denkt daran, du bist er, du war er dort, wo die Eier deutet. Aber wenn nicht, dann wird diese Gelegenheit von dir wahrgenommen worden, in der Gemeinde von dir steht in dir vor. Wenn unser Leib für Gott nicht mehr warm ist, das wird dann passieren. Wird. Und dort ist aber auch ein Beweis für jedem einen von uns von dir, wird dir wann ein Licht oder eine Bob nicht mehr dachen wird. Was du wieder mit? Wir nehmen dort rüht und schmieden dort in den Garbage nehmen. Wenn du als schöne Öl sagt, woran wir den Ball noch in den Raum legen kann. Wenn die Gemeinde abhebt, mit der Leib für dem Herrn und nicht mehr ein Licht sind in der Welt, Gott sagt, dort wird uns wahrgenommen werden. Und wenn wir es nicht wieder leben, dann wird Gott seine Kraft bei uns nicht mehr durch sein in uns. Dort wird mit der Tieblus ein kleiner Büterstaschin sein. Von Bern über ganz ladig. Wenn wir dort nicht lügen passieren, weil wir wollten die Gemeinde enthalten von uns holen. Wenn der Leib in unseren Harten warm ist, dann wird der Leib für Gott so sein, dass er uns brücken wird. Und Jesus redet von den Lohn. Du hast einen Lohn reingemerkt für dich, wo du hören haben und hören in Welle sind, für dort, was die Gäste uns sagt. Hast du eine Belohnung für uns, und dort hast du einen wunderschönen Lohn. Hier redet du von den Lebensbaum im Paradies, von der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Jesus sagt, wenn die mir wollen, leben, kriege ich den Lohn von euch Leben mit Gott. Ich möchte von dir uns prüfen in mir selbst, wo wir aufrichtig sind mit Jesus. Habe wir diese erste Leib verloren? Sind wir tot rock? Musst du wirklich sein, dass diese Leib warm ist oder sagst du? Nee, wenn ich aufrichtig sein soll, ist diese Leib kalt geworden. Zum Schluss will ich bloß sein, weil wir trägen nur die Dinge, die Gott von uns haben will. Amen.